Hallo zusammen, es ist doch schon eine Weile her, wo ich mein letztes Video hochgeladen habe. Der Grund ist einfach der, dass ich überhaupt keine Zeit gefunden habe, Videos zu drehen, obwohl mir das einen großen Spaß macht. Die Kinder hatten Ferien und jede Mutter wird wissen, wenn Kinder einmal zu Hause sind, bekommt man einfach keine Ruhe. Und es ist ja doch etwas aufwendig, ein Video zu drehen, zu schneiden. Und deswegen habe ich gesagt, warten wir erstmal ab, bis die Ferien zu Ende sind und dann geht es weiter mit den Videos. Heute habe ich ein Aufgebraucht-Video. Ich habe hier einen ganzen Korb voll mit aufgebrauchten Sachen, die ich innerhalb von, ich würde mal sagen, 2-3 Monaten aufgebraucht habe. Und die möchte ich euch heute gerne zeigen. Und los geht's! Das erste Produkt, was ich euch zeigen möchte, das ist das Coconut Water von Bettina Barty. Das ist ein Bad- und Schauergel, Feuchtigkeitsballon für samtige und gepflegte Haut. Ich habe es sehr gern benutzt als Badezusatz. Der Duft, der ist jetzt nicht so stark kokoslastig, aber es war sehr angenehm. Trotzdem würde ich es jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil es einfach viel bessere Produkte gibt. Dann habe ich hier einmal das Balea Duschgel Viva Cuba mit Limetten- und Hibiskusduft aufgebraucht. Ich finde den Duft wunderbar. Es erinnert mich an Urlaub. Und deswegen habe ich sehr gerne damit geduscht, hat seine Arbeit getan. Es ist eine Limited Edition, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber ich habe mir da ein Backup gesichert, weil ich einfach diesen Duft mag, gerade im Winter, wenn man ein bisschen Urlaubsfeeling braucht in diesen kalten, dunklen Tagen. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn es das noch im DM zu kaufen gibt. Ich habe hier eine Cremeseife von Balea mit der Duftrichtung Jamaika Vibes mit Ananas und Flamingo Blütenduft. Und das ist eine Limited Edition, das ist eine ganz normale Cremeseife, auch die hat ihre Arbeit getan und wir kaufen uns eigentlich immer die Seifen von Balea, weil wir die Düfte sehr mögen und wir sehr, sehr zufrieden damit sind. Dann habe ich hier das Garnier Skin Active mit Zellenreinigungswasser All-in-One in Waterproof. Und das ist ein Produkt, da ist noch ein Schluck drin. Das ist ein Produkt, was ich sehr, sehr gerne benutze für das Entfernen des Augen-Make-ups. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich habe schon mehrere verglichen, mehrere Augen-Make-up-Entfernungszeugs und ich bin damit immer am besten klargekommen. Das brennt nicht um die Augen herum und es entfernt wirklich das Make-up und ich habe auch schon eine neue Flasche in meinem Bad stehen und von daher ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Das Balea Rasiergel finde ich auch sehr, sehr schön. Die gibt es ja in verschiedenen Duftrichtungen, allerdings als Limited Editions. Da kommt immer mal wieder eine neue LE raus und ich hole sie mir immer, weil ich damit sehr gut klarkomme. Es schäumt sehr schön auf und die Rasur verläuft unblutig, wenn man das so sagen darf. Und von daher, die Düfte mag ich sehr gerne. Von daher wird das immer wieder nachgekauft. Das ist jetzt hier das Fruity Dream mit dem Duft von Quitte und Aprikose. Und auf jeden Fall immer wieder ein Nachkauf. Und meine Kinder haben aufgebraucht von Belly Button die Katzenwäsche für Kids. 3-in-1 Dusche, Shampoo, Spülung. Kein Tränen und kein Zippen, ohne Parabene, ohne Mineralöle und Farbstoffe und so weiter. Der Duft ist auch wunderbar, dezent süßlich und meine Kinder haben das sehr, sehr gerne benutzt.
Es hält auch relativ lange. Ich glaube, das kostet ungefähr zwischen 5 und 6 Euro. Da sind 200 Milliliter drin und was ich auch sehr gut finde, es ist vegan. Ich würde es mir sogar nachkaufen, auch wenn es ein bisschen teurer ist als andere Produkte. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil es erstens ergiebig ist und tatsächlich keine Tränen, kein Ziegen und auf jeden Fall eine Weiterempfehlung. Dann habe ich auch gebraucht hier das Anti-Schuppen-Shampoo von Elvital und ich finde, es hat tatsächlich geholfen. Also ich hatte mal eine Zeit lang Schuppen gehabt, das kommt manchmal vor beim Wechsel der Jahreszeiten und das hat wirklich sehr, sehr gut geholfen. Allerdings habe ich das nicht bei jeder Wäsche angewendet, sondern immer mal zwischendurch gewechselt. Und von daher auch würde ich auch nachkaufen, wenn ich den Bedarf hätte. Dann habe ich hier eine The Cleanse von It Works aufgebraucht. Das ist eine Darmreinigung, ganz neues Produkt von It Works. Und ich habe es halt das letzte Mal in der Woche, mitten in der Woche ausprobiert, hatte allerdings die Befürchtung, dass es in die Hose gehen könnte. Aber nein, das hat wirklich sehr gut funktioniert und man hat den Effekt gespürt, wenn man das so sagen darf. Von daher, ich werde es regelmäßig machen. Produkt ist ja jetzt ganz neu rausgekommen und ja, das ist einfach eine Darmreinigung, da sind 4 Flaschen drin und man sollte 2 Tage lang diese Kur machen sozusagen und zwar morgens, also am ersten Tag morgens eine vor dem Frühstück und dann am Abend und dann am nächsten Tag noch einmal morgens und abends und innerhalb von einer Woche merkt man dann schon den Effekt und ja, man sagt ja auch, dass wenn sich der Darm wohl fühlt, dann fühlt sich der ganze Körper wohl. Es hängt ja sehr viel ab von der Darmfunktion und von daher auf jeden Fall eine Weiterempfehlung. Ich habe hier ein Duschgel aufgebraucht von Yves Rocher, Jardin du Monde. In der Duftrichtung Cotton Flower from India. Ich fand es sehr gut. Der Duft ist auch sehr schön blumig. Ich mag die Produkte von Yves Rocher und werde sie mir auch mal wieder nachkaufen. Aber ich habe auch noch 2 Flaschen in anderen Duftrichtungen hier im Badezimmer stehen. Von daher werde ich die erstmal aufbrauchen und mir dann eventuell dann weitere holen. Da sind 200 Milliliter drin gewesen und ist parabenfrei. Meine Kinder haben aufgebraucht die Pflegemilch von BB und die haben wir immer nach dem Baden benutzt und ließ sich sehr gut verteilen. Hat eine etwas flüssigere Konsistenz und zog auch sehr schnell ein, was die Kinder dann auch als angenehm empfunden haben, weil es ist für sie immer, es ist immer ein Akt, den Kindern eine Pflegecreme schmackhaft zu machen, weil das ganze Jahr, wenn man jetzt die Pflegecreme auf den Körper schmiert, wenn das nicht richtig schnell einzieht, dann ja, es ist einfach ein unangenehmes Gefühl, wenn man sich danach anzieht. Vielleicht kennen das einige von euch. Also, die kann ich auf jeden Fall empfehlen und sie haben meine Kinder sehr gut gemocht, sehr gerne gemocht und der Duft ist auch sehr schön und von daher würde ich es auf jeden Fall nachkaufen, weil es die Haut auch sehr gut gepflegt hat nach dem Baden. Ich habe hier einen Evelyn Nagellackentferner und zwar sind das die Fläschchen mit dem Schwämmchen hier oben drin.
Und da steckt man ja einfach den Finger rein, dreht so ein bisschen und dann ist der Nagellack schon ab. Kaufe ich immer wieder nach, weil ich damit sehr gut klarkomme. Und ja, die ist jetzt aufgebraucht, weil wenn ich den Finger reinstecke, da doch einige Reste älteren Nagellacks wieder an meinem Finger haften bleiben. Von daher ist der auf jeden Fall durch und wird auf jeden Fall nachgekauft. Das wahre Schätze von Garnier haben meine Kinder am liebsten gemocht. Viel lieber als dieses hier, weil die Haare danach richtig, richtig gut kämmbar waren und weil der Duft einfach wunderschön war, Aprikose und Baumwollblüte. Und das haben wir wirklich sehr gern gemacht. Das Einzige, was ich nicht gut fand, ist, dass man die Kappe hier oben sehr, sehr schlecht oder sehr schwer aufmachen kann. Und ich versuche, dass meine Kinder lernen, ihre Haare selber zu waschen. Die sind jetzt mittlerweile 5, 7 und 9 Jahre. Und die können das auch sehr gut. Aber dann, wenn sie dann ran müssen, dann muss die Mama doch mithelfen, die Flasche zu öffnen. Aber ansonsten finde ich, es ist ein wunderschönes Produkt und ich glaube, Entschuldigung, genau, ohne Parabene, ohne Silikone und ohne Farbstoffe. Dann habe ich auch gebraucht, das ist hier, die Greens, schon versifft. Sind die Greens, das ist so ein Nahrungsergänzungsmittel, auch von Edwards. Und das ist so ein grünes Pulver, was man sich dann morgens in ein Glas Wasser mischt, einmal trinken. Hat den Effekt, dass der Stoffwechsel angeregt wird und dass man einfach mehr Energie bekommt. Man kann auch schon sagen, oder ich kann auch schon sagen, dass ich meinen Kaffee morgens dadurch ersetzen kann. Und von daher auch eine Weiterempfehlung, weil da eine Menge Vitamine drin sind, eine Menge Mineralstoffe. Auf jeden Fall Weiterempfehlung, ich nutze es jeden Monat. Ich kaufe mir jeden Monat immer eine Packung und komme dann auch einen ganzen Monat mit aus. Die Sana Duschgel mit dem Duft der Frangipani-Blüte. Der Duft ist wunderbar. Ich liebe Frangipani. Da sind 300 ml drin und ja, es ist speziell für trockene Haut geeignet und es hat seine Arbeit getan. Ich würde es mir auch wieder nachkaufen, wenn ich nicht noch einige andere Duftrichtungen im Schrank hätte. Zwei Masken von Garnier Skin Active Hydra Bomb. Das sind Tuchmasken und ich muss sagen, ich weiß noch nicht, ob ich mir die nachkaufen soll. Das ist einmal in Duftrichtung Lavendelöl und einmal mit Sakura Extrakt. Ich fand sie eigentlich nicht schlecht. Der einzige Nachteil ist, dass ich es nur in der Badewanne anwenden kann, weil das doch eine sehr feuchte Angelegenheit ist. Die sind wirklich so durchtränkt mit dieser Pflegelotion, dass ich sie nur in der Badewanne angewendet habe, um Sauereien zu vermeiden. Es ist eine Tuchmaske, man zieht sie raus, sie ist wirklich richtig getränkt mit dieser Flüssigkeit. Man faltet sie auf, legt dann die helle Seite auf das Gesicht und zieht dann eine Folie, die da angebracht ist, ab und kann dann die Maske quasi zurechtzupfen. Und ich finde, sie ist vom Schnitt her sehr passend für mein breites Gesicht gewesen und die Pflege war auch super. Würde ich mir nachkaufen, allerdings dann auch nur anwenden in der
Badewanne. Hier noch einmal Hydrabaum-Tuchmaske, dann in der Duftrichtung Granatapfel. Und gleiche Geschichte wie mit den beiden hier. Dann habe ich hier einen Sonnenschutzbalsam von Ringana. Ich finde Ringana-Produkte im Allgemeinen sehr gut, sehr pflegend. Sie sind alle mal ihr Geld wert. Der einzige kleine Nachteil ist, dass sie für mich als Nachteil, dass sie nicht so lange haltbar sind. Beispielsweise dieses Sonnenschutzbalsam. Ich habe übrigens auch darüber ein Video gemacht. Das werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Ich finde die klasse. Allerdings kann ich sie jetzt auch wieder quasi in die Tonne kloppen, obwohl sie noch so voll ist, weil sie im nächsten Jahr bereits abgelaufen ist. Ungeöffnet mindestens haltbar bis zum 1.2018. Und ich denke mal, bis zum Sommer wird sie gekippt sein. Von daher werde ich diese jetzt schon mal aussortieren. Und so geht es auch mit den anderen Produkten, die ich habe von Ringana. Ich habe hier zum Beispiel einen Bräunungsaktivator. Und dieser ist schon gekippt. Also der ist eigentlich noch, ich würde mal sagen, bis hierhin voll. Und das ist einfach eine Art Selbstbräuner, allerdings sehr dezent. Es besteht nicht unbedingt die Gefahr, dass die Haut fleckig wird. Also so, man legt es sich auf die Haut, man schmiert es sich auf die Haut. Und wenn man das dann circa 4 Tage, ich glaube nach 4 Tagen habe ich schon den ersten Effekt gemerkt, bekommt man dann einfach eine schöne, natürliche, gesunde Bräune. Die Produkte von Ringana sind im Allgemeinen haltbar bis zwischen, ungeöffnet, zwischen 3 und 6 Monaten. Und ich habe hier noch ein Produkt von Ringana, was ich jetzt entsorgen muss. Das ist das Tönungsfluid, und das fand ich auch sehr gut. Passt sich dem Hautton wirklich sehr gut an. Es riecht auch schon so ein bisschen anders. Von daher würde ich das jetzt auch entsorgen. Also Weiterempfehlung, Ringana-Produkte sind okay, aber man muss darauf achten, dass sie nicht so haltbar sind, so lange haltbar sind, weil sie auch keine Konservierungsstoffe haben und aus frischen Zutaten gemacht werden und von daher nicht lange haltbar sind. Dann habe ich hier noch ein Produkt entdeckt von Ringana, und zwar ist das Zahnöl. Das habe ich auch nicht aufbrauchen können. Das ist noch bis hierhin voll. Ich finde, also ich bin damit nicht so gut klargekommen. Das ist eine Öl-Zahnpasta-Mischung. Man muss es im Mund, also man muss es im Mund ausspülen, im Mund spülen und so bis so zwischen den Zähnen flitschen lassen. Und ich mochte das Gefühl einfach nicht. Also man kann es durchaus als Zahnpasta-Ersatz nehmen, aber ich mochte den Geschmack auch nicht und von daher habe ich es auch nicht aufgebraucht. Und ich kann es jetzt nicht mehr verwenden, weil es auch schon gekippt ist. Ich habe hier ein Pöttchen aufgebraucht, und zwar ist das von Petit Henri Bio-Arganöl, 100% natural. In diesem Pöttchen war wirklich reines Arganöl drin, 10 Milliliter, und das war in einem Set drin von Petit Henri. In diesem Set war auch Heilkreide, weiße Heilkreide drin, und da musste man das Öl mit der Heilkreide mischen und man konnte es dann als Maske anwenden, und ich finde, es hat wirklich sehr, sehr gut gepflegt. Man hat wirklich gemerkt, dass es sehr gutes Öl ist, und also meine Haut war danach wirklich weich und gut gepflegt.
Und von daher, wenn es das noch gäbe, soweit ich weiß, kann man das gar nicht mehr bestellen. Bin mir aber nicht sicher. Ich kann euch die Seite noch mal unten verlinken. Es gibt in verschiedenen, es gibt das Öl in, oder es gibt verschiedene Öle. Einmal Arganöl und das andere weiß ich gar nicht mehr. Rosenöl. Auf jeden Fall, wenn es das zu kaufen gibt noch, werde ich das unten verlinken und dann könnt ihr mal reinschauen. Das ist ein ganz kleiner, süßer Shop. Und noch ein Rasiergel von Balea. Diesmal in der Duftrichtung Blueberry Love, also mit Blaubeerenduft. Und das gehört zu meiner Standardausstattung. Und da wir jetzt bei Rasiergelen sind, habe ich schon entdeckt, das Protect and Shave Rasierer von Nivea. Ich muss sagen, ich habe vorher nie solche Rasierer benutzt, sondern Männerrasierer, weil sie einfach länger halten und besser schneiden. Und nee, das nicht nur die Haare, sondern auch so ein bisschen die Haut reißen. Dann habe ich das hier in einer Glossy Box oder Pink Box gehabt und ich muss sagen, so, jetzt wurde ich mal kurz unterbrochen. Also, das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen von Nivea. Ich bin damit super gut klargekommen. Habe ich hier eine? Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar sind das diese Rasierer. Also ich finde sie super. Die passen sich wirklich der Hautstruktur und der Wölbung, den Wölbungen an, weil sie hier wirklich sehr, sehr flexibel sind. Die Rasierer, ich glaube, hier war ein Stück drin. Ja, hier war einer drin, aber ich habe sie mir schon nachgekauft. Ich habe da überhaupt keine blutigen Erfahrungen machen müssen und von daher wunder, wunderbar. Und ich habe sie nicht nur einmal angewendet, sondern mehrmals, ich glaube sogar 10 Mal, bis ich das dann, ja, bis ich die dann hier in mein Körbchen reingeschmissen habe. Von daher auf jeden Fall eine Weiterempfehlung. Ah, hier habe ich auch nochmal eine Balea Cremeseife und in der Duftrichtung Vanille und Rosenduft. Finde ich auch wunder, wunderschön. Jetzt riecht es aber nicht mehr so gut. Und ja, auch eine Limited Edition. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Dann habe ich auch gebraucht ein Body Splash von Essence. Das habe ich, ich glaube, letztes Jahr. War das in der letzten LE im Sommer? Wann war das dann? Weiß ich gar nicht mehr. Light of Orient, ich glaube, vor 2 Jahren sogar. Aber es hat wirklich sehr lange gehalten. Das ist so ein Körperspray. Und da drin befinden sich so Glitzerpartikel. Und wenn man das Ganze schüttelt und sich das dann auf den Körper sprüht, dann bekommt man da wirklich eine sehr schöne, ja, schönen Glanz. Gerade im Sommer ist das wunderschön. Vom Duft her mochte ich das sehr gerne. Es ist ein etwas schwererer Duft gewesen und kann man eh nicht mehr kaufen. Von daher, wenn es das noch gäbe, würde ich es auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich auch gebraucht das Exfoliating Peel. Das ist ein Peeling, auch von It Works. Und das ist hier so ein Glasflakon mit einer Pipette. Und ja, ich mag den Duft unheimlich gerne. Es riecht sehr, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, kräuterig, aber angenehm, also richtig schön. Und in dieser Flüssigkeit oder in diesem Peeling befinden sich so kleine grüne Peelingkörnchen und das sind Aloe Vera Körnchen, also reines Aloe Vera. Und man muss es sich
ja, man muss es sich aufs Gesicht schmieren, ein bisschen einreiben und dann 10 Minuten warten. Und dann kann man das Ganze abnehmen und man bekommt wirklich danach ein wunderbares Hautgefühl. Es ist wirklich sehr weich und alle Hautschüppchen werden entfernt und es ist auf Fruchtsäurebasis. Und dann habe ich hier noch aufgebraucht von It Works. Das ist die Tagespflege, die Prevent Age. Und finde ich auch sehr gut. Das kann man dann unter die Tagespflege. Es ist quasi ein Serum, würde ich sagen. Es ist ein Serum. Also nach der Reinigung trägt man dann dieses Serum in die Haut ein. Man massiert es schön ein, wartet ein bisschen und dann kann man die, wem das nicht ausreicht, die normale Tagespflege drüber geben oder halt sein Make-up. Und ich würde es auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Habe ich noch was hier von It Works? Ja, habe ich, natürlich. Und zwar habe ich hier eine Maske, zwei Masken. Das sind andere, drei Masken. Also ich habe wohl mehrere aufgebraucht, aber ich habe nur diese hier aufbewahrt. Das sind auch Masken von It Works und Gesichtsmasken, Tuchmasken, und die sind wirklich sehr, sehr effektiv. Bei mir persönlich, wenn ich so Hautunreinheiten hatte, dann habe ich die nach der Reinigung aufgelegt aufs Gesicht und eine Stunde drauf gelassen, 45 Minuten, eine Stunde. Abgemacht und dann die restliche Lotion nochmal einmassiert und am nächsten Tag waren die Pickel weg und die Haut war auch Tage danach richtig, richtig weich und fest. Und ja, also ich benutze die immer mal wieder, alle zwei Wochen so eine Maske, und ja, duftet nach Kräutern, das ist ja alles auf Naturbasis und von daher auf jeden Fall auch eine Weiterempfehlung. Und was ich aufgebraucht habe noch von It Works, das sind meine heißgeliebten Body Wraps. Ich bin noch eine, nein, ich habe die hier stellvertretend genommen. Und zwar Body Wraps, das sind ja diese Wraps, die getränkt sind mit der Lotion. Dann legt man sich das auf die Problemzone, ob das jetzt der Bauch ist oder Winkelarme oder Zellulite. Lässt das dann mindestens eine Stunde einwirken und nach drei Tagen kann man dann schon eine extreme Veränderung in der Haut, eine extreme Straffung spüren und auch sehen. Und auch hier der Duft nach Eukalyptus und Kräutern. Also das ist, da würde ich mal ein Auge drauf werfen. Das ist der Hammer, was man da für Ergebnisse mitbekommt. Habe ich noch was? Nein, ich glaube, das war's. Habe ich. Und zwar die Lip and Eye Cream. Das ist eine Augenpflege. Und ich habe sie sehr gut vertragen. Sie hat nicht gebrannt hier um die Augen herum. Sie zieht sehr schnell ein und versorgt die Haut wirklich mit Feuchtigkeit, ohne dass sie irgendwie fettigen Film hinterlässt. Und ja, also ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist gedacht für die Augenpartie und halt hier für die Lippen um den Mund herum. Und ein Nachkaufprodukt. Chris Harrell Cosmetics, das war in einer, ich glaube in einer Glossy Box. Das ist eine Pflege gewesen, es sieht schon ziemlich abgeranzt aus. Eine Gesichtspflege speziell für, ich glaube, Kuperose. Habe ich ausgetestet, obwohl ich keine Kupferung habe, und ich fand die
sehr, sehr reichhaltig, sehr, die Konsistenz ist sehr fest, beziehungsweise die Konsistenz selber ist nicht, also ist wie eine Creme, aber wenn du die auf die Haut aufgetragen hast, dann konntest du das nur so schlecht verteilen. Man musste damit richtig mit den Händen, man musste die Creme so richtig mit den Händen einarbeiten und das ist dann für mich ein bisschen zu viel gewesen. Ist nur 3 Monate haltbar, von daher kommt das jetzt auch weg. Das ist jetzt nicht komplett leer, da ist noch was drin. Ist da noch was drin? Ne, fast aufgebraucht. Habe ich dann halt hier für mein Dekolleté angewendet. Diese Maske, Bio-Vegan Skin Food, Tuchmaske für normale bis trockene Haut, war in einer Box drin, Beauty Box. Und ich habe hier noch Folie, die drauf war. Also, mit diesem Produkt kann ich sagen, ich fand es nicht so doll. Also es war eine Tuchmaske und auf der Tuchmaske war noch diese Folie drauf, die musste man dann abziehen. Und ich habe die 5 Minuten drauf gehabt auf meinem Gesicht und habe dann schon gemerkt, es fängt an zu brennen. Also es war kein angenehmes Brennen, es tat schon ein bisschen weh und von daher habe ich es abgemacht. Ich weiß nicht, warum ich die nicht vertragen habe. Also für mich persönlich kein Nachkaufprodukt, vielleicht kommt jemand damit etwas besser klar. Dann habe ich hier einige Badezusätze aufgebaut. Und zwar einmal hier von Kneipp. Gelenke, Muskelwohl mit Annika und alles wird gut. Ich fand sie richtig klasse, weil sie haben sich wirklich, also der Duft hat sich wirklich sehr schön verteilt. Der war auch länger anhalten. Und gerade hier Gelenke, Muskelwohl mit Annika fand ich sehr gut. Würde ich weiterempfehlen beim Muskelkater. Und die kaufe ich mir auf jeden Fall nach. Dann habe ich hier noch Badeperlen stressfrei, fand ich auch sehr gut. Obwohl mir die Badekristalle besser gefallen haben. Und dann habe ich hier noch von Balea Badeperlen und Badesalz aufgebraucht. Einmal tiefe Entspannung mit Orchideen- und Vanilleduft. Dann einmal mit Granatapfel und Orangenduft. Und einmal Kokos- und Lilienduft. Ich fand sie sehr gut. Allerdings hat der Duft nicht so lange angehalten, finde ich, wie bei diesen Badesalzen von Kneipp. Ich habe hier eine Sephora-Maske, Lotus Face Mask, auch eine Tuchmaske. Die fand ich nicht so gut, weil sie erstens von den Ausschnitten her nicht so auf mein Gesicht gepasst haben. Also die Augen passten einfach nicht. Und die Nase und der Mund, also irgendwie passte das nicht und auch nach Ziehen und Zupfen und Zerren, irgendwie habe ich es nicht richtig hinbekommen. Habe es dann irgendwie einwirken lassen, 15 Minuten und ich fand die Wirkung jetzt auch nicht besonders. Also ich würde mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ich habe hier eine Wonder Mask aufgebraucht von Garnier Fructis. Ich fand die richtig gut, muss ich sagen. Das ist in zwei, also hier sind zwei Kammern und in der ersten Kammer ist dann die Maske, die man sich dann ins Haar einmassiert und sofort sollte man dann diese zweite Kammer, den Inhalt der zweiten Kammer drüber legen und dann erst 3 Minuten einwirken lassen und dann das Ganze ausspülen. Ich fand den Duft war nicht gut. Also der Duft war irgendwie, ich glaube doch,
Also den Duft fand ich nicht so toll. Um nicht zu sagen, war der nicht muffig oder so? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Duft nicht so schön war, aber die Wirkung danach, die war richtig toll. Die Haare ließen sich super leicht durchkämmen. Sie haben einen richtig tollen, also nach dem Föhn einen tollen Glanz hinterlassen. Und ab und zu würde ich mir das auf jeden Fall wieder mal gönnen. So, dann habe ich hier noch die Nose Strips von Balea. Das sind ja diese Strips, die man sich auf die Nase oder auf die Stirn oder auf das Kinn legt und anfeuchtet und dann trocknet das Ganze. Und wenn man das abzieht, sollen dann die Mitesser rausgezogen werden. Und ich muss sagen, im Vergleich zu diesen hier von Balea, das sind die Clear Up Sticks, Strips, fand ich die auf jeden Fall besser, weil ich finde, dass sie einfach mehr rausgeholt hat als diese hier. Dann habe ich auch gebraucht diese Tuchmaske von Balea, auch mit Aktivkohle. Und ich muss sagen, ich mochte den Duft nicht so gerne. Nee, also der Duft war gar nicht so meins und ich finde auch nicht unbedingt, dass sie jetzt sich unterscheidet von anderen Masken, anderen Tuchmasken. Das ist ja so eine schwarze Maske und vom Ausschnitt her hat sie sehr gut gepasst, aber ja, es ist jetzt nichts Besonderes, nichts, was ich, wo ich sagen würde, wow, mega. ja, also ich fand sie relativ gut, nur den Duft mochte ich nicht und von daher würde ich sie mir jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Dann habe ich hier noch eine Balea Tuchmaske, die finde ich sehr gut, weil sie vom Schnitt her sehr gut auf mein Gesicht passte. Und weil sie optimal getränkt war. Also es war nicht zu viel an Lotion auf der Maske drauf, es war nicht zu wenig, es passte alles und der Effekt danach war auch sehr schön. Man merkte richtig, dass die Haut gut durchfeuchtet war, gut gepflegt war und das würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das waren jetzt die Produkte, die ich innerhalb von 2 Monaten aufgebraucht habe und ich finde, es hält sich doch im Rahmen. Von jeder Kategorie war irgendetwas dabei und ich denke mal, das nächste Aufgebrauch-Video kommt in circa 2 Monaten und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.